Ich konnte mein Frühchen nicht selbst ernähren. Es war schwer zu ertragen, dass mein Kind künstliche Nahrung bekommen musste. Ich war froh, dass mein Kind nach der Geburt Spenderinnenmilch bekommen konnte. Ich hatte erst nach 5 Tagen genug Milch. Am Tag nach der Geburt wollte ich Milch abpumpen, da wurde mir gesagt, das wird jetzt noch nicht funktionieren. Es gibt so viele unterschiedliche Empfehlungen, da weiß man als Pflegefachkraft gar nicht mehr, was man den Müttern sagen soll. Muttermilch ist das Beste für Früh- und Neugeborene. Mütter von Frühgeborenen haben jedoch manchmal nicht ausreichend Muttermilch. Gleichzeitig wird in den Kliniken nicht immer darauf geachtet, dass diese Mütter unterstützt werden. Das Ziel von Neomilk ist, dass langfristig alle zu frühgeborenen Kinder mit Muttermilch ernährt werden. Wenn keine Muttermilch da ist, soll Spenderinnenmilch zum Einsatz kommen. Wir entwickeln dafür Konzepte, eine App und die Rahmenbedingungen zum Aufbau von Spenderinnenmilchbanken. Weil Muttermilch einzigartig ist. Neomilk.